Nationalspieler Amin Yunis hat Gerüchte dementiert, er habe bereits einen Vorvertrag für den kommenden Sommer bei der SSC Neapel unterschrieben. In Presseberichten vom heutigen Tage war zu lesen, dass der SSC Neapel davon ausgeht, dass sich ab dem 1. Juli 2018 bei SEM Verein unter Vertrag stehe, zitiert Sport 1 den 24-Jährigen. Ich möchte hiermit noch einmal klarstellen, dass ich mit dem SSC Neapel über einen Wechsel zur Rückserie der Saison 2017-18 verhandelt habe, mich aber aus privaten Gründen dazu entschieden habe, meinen Vertrag bei Ajax Amsterdam bis zum 30. Juni 2018 zu erfüllen. Anders als vom Rechtsanwalt der Neapolitaner im Februar behauptet, habe er keinen Kontrakt in Italien abgeschlossen. Ich habe mit dem SSC Neapel weder einen Vorvertrag unterschrieben, noch einen anderen Vertrag, der mich ab dem 1. Juli 2018 an den SSC Neapel bindet, so Yunis. Bis zum 30. Juni 2018 werde ich mich voll auf meinen Verein Ajax Amsterdam konzentrieren. Ärger um Yunis. Mazia Grassani, Anwalt des SSC Neapel, hatte erklärt, der Serie A sei ein von Yunis unterzeichneter Vertrag vorgelegt worden. Würde der Angreifer sie nicht erfüllen, müsse er finanzielle Konsequenzen tragen. Im Winter hatte der Linksaußen mit Neapel über einen Wechsel im Januar verhandelt, war aber im letzten Moment davon abgerückt, wegen besagter familiärer Gründe. In den vergangenen Tagen sorgte Yunis für Aufsehen, indem er seine Einwechslung im Ajax-Spiel gegen Herwin verweigerte. Daraufhin schickte Trainer Erik ten Hag seinen Schützling für 2 Wochen in zweite Mannschaft. Schon seit Beginn der Rückrunde setzte ten Hag kaum noch auf Yunis, der deswegen laut Man-Berichten gerne nach Deutschland zurückkehren würde. Borussia Mönchengladbach soll an Yunis interessiert sein, der 24-Jährige spielte bereits in der Jugend für